Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ich wollte eigentlich einen guten Moment hier abpassen, aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Immer plappert hier irgendeiner dazwischen, erzählt was von Kobolden oder von Werwölfen oder... Geh doch mal durch die Tür durch. Moment, halt, stopp. Revelio. Das kennen wir doch. Was ist das? Ja, sehr schön. Wo müssen wir jetzt hin? Hier einmal hoch. Und da müssten wir gleich bei Professor Weasley sein. Oder wir müssen auf ihn warten. Professor Weasley? Irgendwo, wo uns keiner sieht. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deke? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Okay, was haben wir denn? A, Y, A... Okay, ich muss erstmal gucken, wo ich dann drücken muss. Weil ich glaube, falsch machen kann man da eigentlich nichts, außer dass man vielleicht einen falschen Buchstaben drückt. Das Wunderbar. Weiß ich jetzt nicht. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. So, dann schauen wir mal eben. Wie sieht er denn... Achso, das ist der hier. Nee, das ist... Achso, ich stehe auf dem falschen. Aha. Okay, gut. Dann haben wir hier einmal Reparo. Würde ich dann hier hin machen. Das sind so die Sachen, die man so unterwegs, sage ich mal... Naja, Lumos. Ja, doch. Lumos ist eigentlich auch für die Rätsel. Und Liviosa, das ist auch für die Rätsel. So. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Mondstein, okay. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe hier gerade was anderes gefunden. Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Na super. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden? Ja, Professor. Würde ich ja gerne. Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebens T. Okay. Revelio. Eine kleine Liebesgeschichte also? Oh, meine Güte, können Sie nicht leiser sein. Einige von uns wollen sich ausruhen. Bitte was?
Glaube, ich müsste hier noch so ein bisschen mehr aufräumen. So. Das könnte ich vielleicht... Ja. Ich will den öffnen. Hallo. Ach, ich muss da... Ah, Moment. Muss ich da hoch? Oder muss ich da rein? Oder... Nee. Revelio. Auch nicht? Okay. Revelio. Reparo. Nein. Ach. Ja, das liegt hier auf der anderen Taste. Ist ja gut. Die Frage ist, was mache ich damit? Reparo. Ach, ja. Levioso. Nein, du sollst sie einfach nur loslassen. Aber die schwebt jetzt hier. Oder kann ich die... Reicht das aus von der Größe? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich den noch machen? Nee, damit nicht. Nee, da muss ich auf die andere Seite gehen, okay. Die Frage ist nur, aber da komme ich so nicht hoch, oder? Doch. Das könnte jetzt sehr knapp werden, aber ich komme hoch. Perfekt. Unschlagbare Handschuhe. Nein! Ach, Mist. Ja, ja, kann ich nicht, kann ich nicht. Die Frage ist... Da war Tee. Die Frage ist, kann ich da oben das jetzt irgendwie beim Runterrutschen eventuell mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, kann ich doch so holen. Cool. Ja, perfekt. Revelio. War das jetzt da blockiert? Nee, das ist nur hier. Jetzt bin ich wieder im Falschen drin. Okay. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Ja, ja, das wird Revelio. Schon. Das wird schon. Ja, dein Ernst jetzt? Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech. Kann ich den reparieren? Ich bin ja nett. Reparo. Nee, kann ich leider nicht. Okay. Ja. Und hier ist auch noch sowas. Was haben wir hier? Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Okay. Ja. Ich meine, wir sind ja in einem magischen Raum. Warum auch nicht? Revelio. Ach, das ist cool hier. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gerade gedacht, ich verlaufe mich hier garantiert heute noch. So, auf jeden Fall machen wir hier schon mal so ein bisschen den Weg frei. Wir sind noch nicht mal bei der Bank. Das ist ein goldener Schnatz. Was, was, was? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Revelio. Wo ist denn ein Schnatz? Muss ich jetzt hier auch noch fliegen? Nee, ich kann ja gar nicht fliegen. Ach so, nee. Ach, ich wollte die öffnen. Ja, ist okay. Ist okay. So, das ist dahinter. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall... Das hier vor kann ich nicht kaputt machen. Ja, das wird wahrscheinlich direkt weggeschoben, oder? Ach, hier. Nehme ich mal an, ja. Beziehungsweise ist ja jetzt so. Revelio. Okay. Das bringt uns allerdings nicht viel. Weil wir dann nirgendwo hochkommen, so wie es aussieht.
können wir auch nicht nach hier irgendwie ziehen oder so, ne? Also ziehen können wir die bestimmt schon. Aber ob uns das was bringt, weiß ich nicht. Ne, öffnen können wir die damit nicht. Revelio. Soll man denn dann noch rankommen? Von der anderen Seite vielleicht? Kann man auch nichts wegräumen? Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Ja, ich hoffe, unsere Lehrerin kann uns überhaupt noch finden. Also, im Moment ist es ja eher... Ah, ich kann mich hier rein teleportieren. Sehr schön. Hallöchen. Huch, Vorsicht. Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Okay. Du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Das heißt? Gegerbter Umhang? Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Ach, das war dieses... Nee, Moment, das war doch ein Kopf, oder nicht? Moment, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Wir hatten doch was im Inventar, aber das war doch, meine ich, irgendwie ein Kopf. War das nicht hier drüber? Nee, Ausrüstung war das, genau. Was ist denn jetzt hier? Hier haben wir, ach ja, wir haben mal was Neues gefunden, stimmt ja. Die ist schlechter, dann brauchen wir die gar nicht zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, aber der scheint es ja reingezogen zu haben. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. War das nicht... Nee, das war... War das ein Umhang?
Der ist aber auf jeden Fall schlechter. Doch, das könnte dieser Umhang gewesen sein, dass der den jetzt identifiziert hat. Hier ist nichts mehr, ne? Ja. Ich glaube, das war der Umhang. Der hat den jetzt identifiziert. Und dadurch kann ich den theoretischerweise benutzen. Mache ich natürlich jetzt nicht mehr, weil es Blödsinn wäre, weil wir sind ja schon viel weiter. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. AAXY. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Das heißt, wir kriegen jetzt unsere eigene Station. Oh, ich bin so aufgeregt gerade. Aber wie beschwöre ich das jetzt? Moment. Neue Zaubersprüche zuweisen. Der ist das. Okay. Das heißt, ich müsste mir eigentlich was für einen Raum der Wünsche machen. ja gut, machen wir es jetzt erstmal hier rein. Ah, dann kriegt man eine Auswahl, verstehe. Gegenstände, um Zaubertränke zu brauen, Pflanzen wachsen zu lassen. Ich würde sagen, wir lassen erstmal Pflanzen wachsen. Verzauberte Gegenstände, die im Raum genutzt werden. Dekorative Wandgegenstände. Kunst- und Wandbehang zur Dekoration. Eine Sammlung interessanter Statuen, Ornamente und andere kuriose Objekte. Große Möbelstücke zur individuellen Gestaltung des Raums der Wünsche. Auswahl an verzierten Teppichen. Ja gut, Sitzmöbel und so weiter, das brauchen wir ja alles gar nicht. Das heißt, das Einzige, was wirklich wichtig ist, das, denke ich mal, wird wohl auch nichts von Nutzen sein. Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir erstmal... Oh, das sind verschiedene... Wissenschaftlicher Pflanztisch mit kleinen Topf. Kleinen Topf. Kleinen Topf. Kleinen Topf. Perfekt für fünf. Mit fünf kleinen Töpfen. Zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Normalerweise würde ich sagen, wir warten erstmal und kaufen uns den. Na gut, so viele Mondsteine sind es nicht. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen davon. Ein gotischer Tisch, perfekt für eine Pflanze. Kann man sich das angucken? Nee, kann man nur auswählen. Ich weiß nicht, was wir für einen Stil nehmen. Keine Ahnung, vielleicht den hier. Ja, der sieht ganz gut aus, oder? Kann man sich aber, denke ich mal, vorher angucken. Hallo? Kann ich den nicht hier hinstellen? Doch. Ich mache den erstmal da in die Ecke, würde ich sagen. Objekt rotieren... Jetzt so rum? Ne, so rum ist der richtig, ne? Weil da die Töpfe stehen. So. Auch wenn er nicht so richtig an die Wand angepasst ist. Zack. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Dann... Moment, waren da noch mehr? Ach so, mittelgroße, große. Ah! Zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Da muss ich unbedingt dann gleich nochmal hingehen. Ja, definitiv. Dann nehmen wir die Zaubertränke. Würde ich sagen, machen wir dann auch in dem gelben Stil.
Haben wir jetzt einmal schon mit angefangen? Ich meine, ne? Nee, andersrum. So. Ein bisschen mehr an die Wand. Zack. Ja, fast. So. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich solche Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Auf jeden Fall ziemlich cool, dass man das dann hier machen kann. Ich wende mich an Deke, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Ja, ziemlich viele, ehrlich gesagt. Aber da können wir jetzt im Moment leider noch nichts machen. Haben wir denn Samen? Wir haben für Diptam. Haben wir Samen. Okay, dann machen wir die doch mal da rein. 10 Minuten. Ja, das ist genauso wie mit dem Unterrichtsraum. Das ist ja geil. Vor allem sieht das richtig cool aus hier. Oh, ich bin hier gerade. Ah. Mega-Power-Trank, Endorus-Trank. Ach so, wir müssen natürlich auch die Zutaten haben. Aber den haben wir. Ich würde sagen, dann machen wir den mal. Der dauert sogar auch nur 14 Sekunden. Oder die warten wir mal eben kurz ab, würde ich sagen. Das ist aber ziemlich cool. Und fertig. Einmal aufheben. Nein! Wie, ich kann keine mehr tragen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh, jetzt muss ich das da drin lassen. Ja, super. 25 ist Maximum. Na gut. Sprich mit Professor Weasley für neue Aufträge. Aber ich würde mich gerne mal kurz umschauen. Aber hier kommt man nicht rein und nicht raus, ne? Ach, hier. Ja, hat er aber angenommen. Das ist grün. Okay, das wollte ich nämlich wissen. Mit dir kann ich... Was machst denn du da? Der ist geil. Der ist wirklich geil. Okay, sprechen wir noch mal mit ihr. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ja, eigentlich habe ich genug, oder? Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Ich will den eigentlich gar nicht so wirklich umdekorieren, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das war jetzt der hier. Teppiche, naja gut, Wand war hier. Kunstwerke vielleicht. Einer nachdenklich wirkenden Hexe. Strahlendes Gemälde, das eine Hexe mit ihren zwei Hauselfen zeigt. Kindermädchen, die sich über eine Wiege beugt. Eine Hexe mit ihren geliebten Niffler. Eines jungen Zauberers, der eine Kugel starrt. Hm. Echt verärgert. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach die. So. Können wir das? Das ist so recht klein, oder? Können wir das nicht hier reinmachen? So. Dass das so einigermaßen mittig ist. Zack. Oh, wir müssen echt 5 Wanddekorationen machen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ach so, da kann man dann nochmal ändern. Nee.
Nehmen wir die mit den Hauselfen. Die machen wir dann daneben. So. Aber passen nur zwei rein, glaube ich. Dann machen wir die direkt so. Die haben aber sehr große Köpfe, die Hauselfen. Dann das mit dem Baby. Das machen wir ungefähr so. Dann... Adretten Zauberers mit Zylinder. Ne, nehmen wir mal die Kugel. Das sieht bestimmt cool aus. So, ein bisschen auf der gleichen Höhe, bitte. Zack. Du solltest auf der gleichen Höhe zumindest sein. Du willst aber nicht. Na toll. Da sind ganz viele. Das sind doch die gleichen, oder nicht? Nee, doch nicht. Da können wir noch eins hinmachen. So, nehmen wir einfach mal das. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ach, das mit dem Niffler, genau. Ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ein Niffler war. Ja, klar. So, Bodendekoration. Das finde ich aber doof, dass man das machen muss. Zum einen verbraucht man dadurch Mondsteine. Zum anderen will ich ja gar nichts auf dem Boden haben. Verzierten Teppichen. Kosten noch drei. Ach du Schande. Sieht aber nicht so toll aus. Kann ich auch irgendwas anderes nehmen? Gilt das dann auch für den Boden? Oder muss, also kann das eine Dekoration sein? Sowas hier zum Beispiel. Kostet nicht ganz so viel. Ja, so ein Globus. Der ist doch ganz nett. Den können wir doch irgendwie hier so dazwischen quetschen. Oder? Auch nicht, wenn der gedreht ist. Ist dann die Frage, ob ich dann hier was hinstellen soll. Weil ich da dann ja die anderen Sachen bestimmt auch noch hinstellen möchte. Ich brauche ja dann Platz dafür. Geht das ein Stückchen nach links? Nee. Dann stellen wir das dahin. Okay. Dann... Der sieht cool aus. Oh, der sieht richtig cool aus. Den stellen wir mal dahin. Kann ich nicht. Kann ich nur mittig reinstellen, oder wie? Ja, dann machen wir den dahin, was soll's. So, dann haben wir noch den blauen. Können wir den vielleicht hier vorne reinstellen? Nee, ist nicht im spielbaren Bereich. Oh, ist das nervig. Dann stellen wir den dahin. Muss ich die halt danach irgendwie wieder kaputt machen oder was? Also das ist total nervig. Eigentlich könnte ich hier alles direkt in die Mitte stellen. Da kann ich auch nichts mehr reinstellen. Ne? Genau da, wo man eigentlich Licht haben möchte, da darf man nichts reinstellen. Na gut, so ein Stückchen, nein, so ein Stückchen, so, oh, das war nicht da, wo ich wollte, aber egal. Na gut, passt das hier noch? Das ist doch sehr klein. Ach, kommt, Leute. Wieso darf ich das nicht da hinstellen? Gute Arbeit, machen wir weiter? Ja, machen wir, komm. Den ganzen Mist hätte ich mir zwar jetzt sparen können und wollen, aber... Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Okay, wo fange ich denn an? Da... Ich bin ein Profi im Änderungszauber. Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. So, ich schätze mal, das ist dann alles... Ist das das hier? Ja, ist alles Raum der Wünsche. Dann würde ich sagen, machen wir das auch da rein. Was ist das hier? Schweben kontrolliert sie. Ja, das habe ich die ganze Zeit versucht. Das geht gar nicht mit dem einen Zauber, ne? Ich will das aber nicht verändern. Keine Ahnung. Nehmen wir mal das.
Das wollte ich jetzt genau nicht haben. Wieso nimmt der nicht den... Den habe ich auch nicht anvisiert. Leute, nimm doch mal das, was... Der ist weiß. Und wenn ich dann draufklicke... Na, jetzt endlich. So, Farbe ändern. Schwarz, grün, gelb, blau, rosa, lila. Also, doch, Moment. Ey, wir haben hier wirklich lila. Machen wir das doch. Ändere den Stil, ändere die Größe. Oh, die Größe. Die Größe, die Größe. Das könnten wir zum Beispiel ein bisschen ändern. Nee, ich will nicht die Farbe ändern. Ich will die Größe ändern. Wieso kann ich die Größe nicht ändern? Ach so, Moment. So. Wie ist nicht im spielbaren Bereich? Hallo? Ändere den Stil. Den Stil. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal etwas, was hier schon steht. So. Objekt rotieren. Mit Stil meine ich wahrscheinlich das hier, ne? So. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ziehen Sie mit dem Änderungszauber nun bitte auf den Boden oder den Balkon. Okay. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das ist sehr prunkvoll. Das sind eher die Farben von Slytherin, ne? Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Das war vorher anders, ne? Ich würde sagen, das hier. Das sieht eigentlich... Oder ist das das Gleiche, was ich vorher hatte? Ich weiß es nicht. Das sieht aber auf jeden Fall gut aus. Das passt gut. Aber anscheinend darf ich das nicht machen. Okay. Bloß nicht einmal das machen lassen, was man machen möchte. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wir sind... Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Ja, wollte ich gerade. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Kühle, monddurchflutete Atmosphäre, natürlich und erdverbunden. Ja, natürlich und erdverbunden. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Genau. Oh, hervorragend. Aber viel geändert hat sich jetzt nicht. Bisschen farblich, aber... Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Ist das geil. Oh, Moment. Sind wir hier schon fertig? Ja, geil. Da können wir dann jetzt alle 10 Minuten noch immer reingehen und... Moment, ist das gar nicht hier gewesen? Das war hier, ne? Das sieht cool aus.
So eine richtige Bibliothek könnte man daraus machen. Moment, da oben. Jetzt müssen wir eben schauen. Die kann ich aber nicht... Nee. Revelio. Okay. Die kann ich nicht anziehen. Na gut, das ist jetzt nur ein bisschen Deko gewesen. Aber sieht schon richtig klasse aus hier. Auch alles so im gelben Stil ein bisschen gemacht. Sehr schön. Ja. Ist nur irgendwie zu schade, wenn ich jetzt hier die ganzen Pflanzen hinstelle, glaube ich. Und es wäre natürlich auch doof, weil man kommt hier reingeportet. Dann wäre es, glaube ich, besser, wenn man hier dann auch tatsächlich die Sachen hat. Ich bin am Überlegen, ob ich die nicht in die Mitte stellen soll. Ich würde das Ganze ja gerne gegen große Töpfe und so weiter austauschen. Und davon am besten mehrere bauen. Achso, ich kann mit ihm interagieren, aber nur wegen dem Raum, denke ich mal. Ja, ich bin hier gerade noch völlig überwältigt und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Sachen in Hogsmeade kaufen können. Das wäre dann so mein nächstes Ziel, dass ich nach Hogsmeade gehe und dass ich dann da schaue. Ich hoffe, die sind nicht zu teuer. Ich habe ja eben noch extra noch einen zweiten Besen dazu gekauft. Dass ich dann schaue, dass ich hier noch verschiedene Sachen kaufen kann. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich sie eigentlich kaufen kann. Ich hoffe, das steht irgendwo in den Aufgaben drin. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.